Heute soll es um Maria gehen. Maria hier in der Stiftskirche und um die Bewegung Maria 2.0 in der katholischen Kirche. Eigentlich wollten wir in der vergangenen Woche eine Führung zu diesem Thema anbieten. Allerdings ist es im Augenblick noch so, dass Veranstaltungen dieser Art nicht möglich sind. Maria ist eine eher katholisch konnotierte Figur und in der Stiftskirche finden wir verschiedene Marienabbildungen aus der vorreformatorischen Zeit. Heute befinde ich mich hier vor einem der zwei Marienfenster und das schauen wir uns genauer an. Wir sehen auf den ersten Blick, dass hier zwei deutlich voneinander abweichende Gestaltungselemente zusammengeführt sind. Im oberen Teil ist die weibliche Patronin der Stiftskirche Tübingen Maria, die Mutter Jesu, abgebildet. Es handelt sich um eine Fensterskulptur, die im Jahre 1483 im Rahmen der Bauarbeiten, also in der dritten Bauphase, erstellt wurde. Sie ist in einem sogenannten hohen Relief gearbeitet und kann von außen und von innen gelesen werden, jeweils seitenverkehrt. Maria steht auf einer Mondsichel und trägt das Kind auf dem Arm. Verbunden sind beide durch eine zärtliche Geste. Das Kind hat seinen Arm um den Hals der Mutter gelegt. Maria wird hier als eine himmlische Königin dargestellt. Sie sehen die von zwei Engeln getragene, gehaltene Krone. Um Maria sehen Sie einen Strahlenkranz, rund und mit ein wenig gelb wie eine Sonne. Im unteren Teil der Fenster sehen Sie ein von Stockhausen entworfenes Werk, das im Rahmen der letzten großen Innenraumrenovierung 1964 installiert und entworfen wurde. Für die Abbildungen in diesem unteren Teil des Marienfensters war das Thema vorgegeben. Bedeutungsvolle Überlieferungen aus dem Leben Marias sind hier interpretiert. Eine mutige, sinnliche, selbstständige, vertrauensvolle und traditionsbewusste, liebende und leidende Frau. Wir sehen hier ein in Blaufarbtönen gehaltenes Bild und Figuren vor einem hellen Hintergrund in einer vereinfachten, klaren Formsprache. Stockhausen verzichtet auf weitergehende Interpretationen und Abstraktionen. Nun möchte ich Ihnen heute Frau Birgit Baude-Schneck vorstellen und Sie zunächst mal herzlich begrüßen. Frau Baude-Schneck war viele Jahre Vorsitzende der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus hier in Tübingen. In diesem Kontext hat sie auch die Bewegung Maria 2.0 mitgestaltet und mitorganisiert. Frau Baude-Schneck, worum geht es in dieser Bewegung Maria 2.0? Ja, die Initiative Maria 2.0 ist vor gut einem Jahr entstanden in Münster und dort in einer ganz zahlenmäßig kleinen Frauengruppe. Die Frauen haben zusammen Texte gelesen, unter anderem von Papst Franziskus, und irgendwie ist in ihren Gesprächen die Unzufriedenheit aufgekeimt und sie haben beschlossen, etwas zu unternehmen. Sie haben dann diese Gruppe gegründet, Maria 2.0, und sich auf eine ganz bestimmte Weise dabei auch gezeigt, nämlich meistens in weißer Kleidung für die Frauenbewegung. Und sie haben dann sich sehr stark an der Figur von Maria festgemacht und deswegen auch im Marienmonat Mai die erste Aktionswoche ausgerufen. Und zwar eine ganz neue Form des Protestes in der katholischen Kirche. Sie haben zu einer Streikwoche aufgerufen. Und das hat ziemliche Wellen geschlagen und kam dann auch hier in Tübingen an, also weit entfernt von Münster und in vielen anderen größeren Städten, wo Frauen tatsächlich diesem Aufruf gefolgt sind und die auch die Eucharistie feiern und alle kirchlichen Veranstaltungen bestreikt haben. In weißer Kleidung wurde dann protestiert und man hat zusammen gesungen und die Forderungen zum Ausdruck gebracht. Frau Baude-Schneck, was sind die Ziele und die Beweggründe der Bewegung Maria 2.0? Ja, inhaltlich sind die Ziele von Maria 2.0
schon viele Jahre in der katholischen Kirche bekannt. Sie sind aufgekommen spätestens mit dem Aufdecken des Missbrauchsskandals im Jahr 2010 und seitdem immer wieder gestellt worden. Auch die Frauen aus Münster stellen die Forderung nach einer rückhaltlosen Aufklärung des sexuellen Missbrauchs und vor allem auch der Vertuschung des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker. Und sie möchten wie überall auch eine zeitgemäßere Sexualmoral, den Zölibat neu bedenken. Und was jetzt in dieser Bewegung natürlich auch stark herausgekommen ist, sie möchten die volle Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche verwirklichen. Sind die Aktionen konfessionsgebunden oder könnten Sie sich vorstellen, dass daraus auch eine konfessionsübergreifende Dynamik entsteht? Ja, das ist eine besondere Sache. Man könnte ja sagen, und es ist tatsächlich so, dass in der evangelischen Kirche die Forderungen von Maria 2.0, was die Frauenfrage betrifft, bereits verwirklicht sind. Und besonders von evangelischer Seite bekommt die Bewegung Maria 2.0 auch viel Unterstützung und ist unser großes Vorbild und unser Ziel, das Gleiche zu erreichen. Gleichzeitig sind gerade die Frauen, die Maria 2.0 tragen, alles ganz gut katholische Seelen und möchten nicht so gerne konvertieren. Oft sind wir auf der Straße angesprochen worden, möchten Sie nicht zu uns kommen, werden Sie doch evangelisch. Aber die Frauen, die Maria 2.0 tragen, die sind eher sehr kirchengebunden an die katholische Kirche. Andere vor uns sind vielleicht diesen Weg schon gegangen. Ich kenne da persönlich auch Beispiele von Leuten, die eben nicht warten wollten und deswegen konvertiert sind. Wir haben uns entschlossen, zu versuchen, in der katholischen Kirche die Forderung nach dem Zugang zu allen Ämtern für Frauen voranzubringen. Vielen Dank für das Gespräch. Und lassen Sie uns miteinander auf die Figur Maria schauen.